am Start für nächsten Parkettslalom steht jetzt Skiweltmeisterin Michi Kirchgasser und Vadim Garbuschow, Paar 04. Ja, und die beiden hatten diese Woche einen Tango als Hausaufgabe. Ein Tanz, über den man sich nicht oberflächlich drüber schwindeln kann. Nein, da müssen wirklich die Emotionen raus. Und bei der Michi kamen im Trainingsraum ganz schön viele Emotionen raus. Am Freitag war die Michi definitiv die schönste Blume auf der Tanzfläche. Du bist die Blume aus dem Gemeindebaum. Du bist jedes Mal meine schönste Frau. Danke dir. Wir haben super Kritiken gehört. Sehr ordentlich. Mir ist das eine Ache. Wir werden uns weiterhin bemühen. Versprochen. Noch mehr als vorher. Noch mehr. Ich bin eh schon summiert. Genau das, was ich nicht mag, dass man das sieht, aber es tut einfach gut, wenn das einmal rauskommt. Ja. Ich habe eine mega Gaudi mit der ganzen Tanzerei. Aber es ist halt einfach. Sind's? 6 Wochen. Und ich bin's halt einfach auch schon nicht mehr gewohnt, 6 Wochen von daheim weg sein. Und ja. Irgendwie geht ja jeder nach Hause von den anderen Paaren. Und ich gehe ins Hotelzimmer. Und dann ist es halt einmal ein bisschen einsam. Es ist ja nicht Heimweh, aber es ist halt einfach. Nein, ist klar. Die Kirchelein ist in eine besondere Situation hier. Ich bin halt einfach auch ein Knuddler. Du bist ein Knuddel? Ja. Vielleicht soll ich dich mehr knuddeln. Ich knuddel mich mehr. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja. Ich werde dich kuscheln, wir werden das durchhalten. Ach. Dann mach was, sonst krieg ich Kopf. Dann mach mal was, klar. Mach mal was für die gute Laune, dann ist alles. Paar 04 tanzt für die gute Laune einen Tango. Hier sind Michi Kirchgasser und Vadim Garbuschow. Ein Tango mit ein bisschen Knuddeln, da ist sogar hinten eine der Ketten gerissen, ja, von deinem tollen Kleid. Ja, wie war es für euch? Was erfordert denn eigentlich für dich mehr Konzentration? Jetzt die Tanzschritte oder ist es doch das strenge Gesicht, das man wahren muss?
Die Schritte waren relativ schnell, sage ich mal, drinnen, aber das mit dem Blick, dass er halt wirklich streng ist und ja, dass ich ein bisschen der Chef bin. Ist dass du nicht lachst, Chef? Während ich böse schaue. Vadim, wer ist da eigentlich der Chef bei so einem Tanz? Es ist abwechselnd, wie man sieht, ist die Spannung zwischen uns, also es ist eher die Verbindung zwischen uns. Wir sind modern eingestellt. Super. Michi, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, ich wollte sagen, also am Tanzparkett hat er, ist er der Chef und daheim bin ich. Schauen wir mal, wie unsere Jury das sieht. Dirk Heidemann. Ja, so Vadim ist also der Chef, ja, die Exekutive. Und ich bin die Judikative. Und die Judikative gewinnt am Schluss immer. Ne? ja, und die Judikative sagt, gut, verbessert. Der Rücken ist nicht mehr so weit oben. Aber ich habe gesehen am Anfang, wo ihr vorgestellt wurdet, am Anfang der Sendung, da hast du solche Waves gemacht. Ja? Ja. Das war so leicht und locker im Hals. Und der ist steif, wenn du tanzt. Weißt du, der ist irgendwie steif. Ja? Das müsste noch lockerer werden. Aber ich sehe Verbesserung und zwar gutes Tanzen. Ja? Dankeschön. Vielen Dank, Dirk. Bolasch. Ja, es ist einem nicht immer nach Lachen. Das kenne ich sogar selber. Aber das ist eben das Schöne beim Gesellschaftstanzen, dass wir so viele verschiedene Tänze haben. Und man muss ja nicht immer lachen. Und ich glaube, dieser Tanz hat zu deinem Gemüt diese Woche gut gepasst. Ich glaube, es ist gut, dass du diese Woche nicht lachen hast müssen. Hast du ein bisschen ernster reinschauen können. Hast dich vielleicht oder das Kommando ein bisschen mehr dem Vadim überlassen. Wenn du es noch mehr ihm überlassen würdest, darf mich natürlich noch mehr freuen. Aber es ist ja kein Wunschkonzert. Aber ein Tanzwettbewerb. Und bei diesem Tanzwettbewerb steigert euch immer wieder. Und das ist schön zu sehen. Dankeschön. Eine Steigerung hat er gesehen, der Bollasch. Die Carina auch? Absolut, absolut. Ihr steigt euch sehr, sehr konstant. Und das ist eigentlich bei dieser Tanzshow sehr, sehr wichtig. Weil diese Konstanz, die bringt euch hoffentlich weit nach oben. Weil die schwanken von ganz gut bis dann ganz schlecht, ja, bis mittelmäßig, bis versteht man nicht was, das ist unstabil. Sie sind stabil und sie haben sich nicht nur verbessert, sie haben sich verändert. So, das finde ich eigentlich genial. Und auch der Tanz, wie er choreografiert ist, also diese aus dem Ballett Onegin, dieser Spiegel, dieses Synchron, was ihr gemacht habt, das war fantastisch. Auch die Präzision der Beine, ich meine, insgesamt Veränderung absolut und toll zuzuschauen. Machen Sie weiter so. Dankeschön. Dankeschön. Danke, liebe Jury. Danke. Michi und Vadim, ich darf euch zum Klaus an die Bar schicken. Danke. Vielen Dank. Die Jury hat kommentiert und jetzt sind Sie zu Hause mit Ihrem Urteil dran. Haben sich Michi und Vadim mit diesem Tango einen Platz in der nächsten Runde verdient? Dann helfen Sie den beiden jetzt mit einem Anruf oder einer SMS 09010 59 0904. Ist alles aufgegangen? Ein bisschen ein paar Bärchen. Achso, das ist bisschen. Das macht überhaupt nichts und so weiter. Also das Tango-Gesicht, also deins, ja, das ist Arbeit. Aber ich habe jetzt gesehen, ich habe auf den Schirm geschaut, der kann so böse schauen, gibt dir den Autoschlüssel freiwillig. Nimm das Auto vor. Aber du hast, wir haben wieder Tränen gesehen im Trainingsraum. Also die Woche ist wirklich sehr tränenreich. Ja. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich da schon ein bisschen Erschöpfung einfahrt. Es ist die Anstrengung. Wir sind jetzt seit 6 Wochen da. Wir haben einen Tag Pause gemacht inzwischen. Es ist die Anstrengung, es ist das Adrenalin. So wie letzte Woche, wo man merkt, es geht wirklich um die Anrufer zu Hause und das ganze Training, dann verlange natürlich ich von mir das, dass ich alles kann. Der Vadim verlangt das genauso. Und es ist halt einfach auch, ich bin dann im Hotelzimmer und dann, ja, ich habe zwar den ganzen Tag in Vadim und ich verstehe mich super mit ihm, aber eigentlich hätte er dann doch ganz gern wen anderen bei mir. Ja, das verstehe ich. Du bist ja die Einzige, die in Wien im Hotel schläft, weil alle anderen haben ja da eine Wohnung und genau. sind da zu Hause. Du hast heute deine, weiß ich nicht, bessere, sagt man nicht bei Bennern, also schon, deine verlässlichere Hälfte mit. Wo ist er? Steht gerade die Kamera? Ja, da schau. Hat, den hat so gefetzt, wie die Carina gesagt hat, sie haben sich verändert. Sagt er, um Gottes Willen. Ja, nicht. Ja, nicht. Und auch von Vadim ist die? Ja, die Niki.
Die Niki. Das ist die Niki. Ach so, hi, Niki. Sitzen gleich nebeneinander. Meine Freundin. Ja, wir machen einen Tausch heute. Davon wissen die zwei noch nichts. Davon wissen die zwei noch nichts. Nein, aber ich möchte aber nur sagen, ich möchte unbedingt da bleiben. Also die nächsten Wochen darf ich schon aushalten. So ist es nicht. Ja, aber nicht unbedingt, aber nicht unbedingt morgen. Also morgen geht es nach Hause. Morgen geht es mal nach Hause. Es gibt ja langes Wochenende, es ist einmal nichts zum Tanzen morgen. Geht fast morgen gleich in der Früh? Heute noch. Heute noch in der Nacht? Heute noch. Heia! Ja. Wie lange fährt es denn da? 3 Stunden. Schon? Ja. Ist wurscht. Aber du schlafst im eigenen Bett. Ich wäre ja chauffiert. Du bist chauffiert, ja, eher. Also geh schlafen, Herr Kirchgasser. Haben Sie Sinn? Also, und ich muss auf eine Hebefigur möchte ich noch unbedingt hin. Ich weiß schon Punkte, aber das gibt eine. Das war keine Hebefigur, oder? Ich finde auch, dass es eine Schmeißfigur ist. Schmeißfigur. Genau, ich habe mir gedacht, was ist da passiert? Ist das passiert oder ist das Absicht? Schau her. Schau her, jetzt reißt das in die Luft. Und dann legt das ab wie ein Müllsackel. Hallo. Es gehört so. Es gehört so. Tango muss ein bisschen gerissen sein, ein bisschen dreckig. Und das war genauso. Das war dreckig, ja. Okay, das, schauen wir, ob die Jury gerissen hat. Hoffentlich nicht dreckig ist die Punkte, bitte. Schauen wir, ob es dafür extra Punkte gibt, Dirk Heidemann. Ja, das war eine tolle Vorführung. Schön dreckig, aber es geht noch dreckiger. Karina Sakisova. Der Boden ist jetzt aber dafür ganz sauber. 9. Ich vermute, von Bolasch Ecker gibt es jetzt nicht die Steigerung. Oder vielleicht doch? Wir schauen, ist schon meins. Aber nicht so sehr. Noch 8. Danke schön. Das sind insgesamt 25 Punkte. Und auch diesmal habt ihr euren persönlichen Rekord bekommen. 25 Punkte, beste Werte. Ihr seid glücklich. Und in dieser Euphorie reiße ich jetzt das Gewand ab und das andere auf. Genau. Geht schon, gehen wir.